Hallo und seid gegrüßt, liebe Freunde. Wieder eine neue Folge, die 320 ist es diesmal. Und ich habe mir auch wieder was aufgeschrieben, was ich im Schnitt noch gesehen habe oder auch vergessen habe. Da wäre zum Beispiel als erstes, ich habe ja so ein Schwarzmagierbuch gehabt, was ich bekommen habe. Und das dürfte, wo ist es denn? Nee, wo war denn das nochmal? Oder war das hier? Ja, erster Kreis haben wir gelesen, sechster Kreis. Gucken wir da mal rein. Verstehe. Magisches Wissen plus 3. Der sechste Kreis. Belias Runen des sechsten Kreises und die zu deren Herstellung benötigten Ingredienzien. Dämonenfürst erwächt. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er am Runentisch zu Werke gehen. Also nicht auf Papier, sondern runentechnisch. Das ist ja interessant. Okay, gucken wir mal auf die Potenz. Wir sind Magiekreis immer noch Nummer 3, 51 Lernpunkte. Und was ich noch vergessen hatte, ist, den Alfonso natürlich über Harun zu berichten. Also, dass er Harun wieder was braucht. Nee, Quatsch, er braucht ja was, was er bei Harun von mir bekommen kann. So, Schluss, jetzt labern. Nicht viel, sondern ihn hier Harun anlabern. Mich. Brauchst du was? Das trifft sich gut. Ich brauche noch 5 Waffenbündel. Verkaufst du so viele Waffen? Ja, unsere Krieger brauchen sie für den Kampf gegen die Nomaden. Aha. Was hast du denn Neues in deinem, Archipel? Ich gucke immer was ganz Besonderes. Vielleicht hat er ein paar besondere Suppen oder Eintöpfe. Nee, hat er nicht. Gut, das ist cool. Dann werden wir mal abspeichern. Dann vergleichen wir mal, ob wir denn alles haben. Also, Alfonso möchte von Harun 5 Wassel. Wir haben Alfonso, Alvarez, Suef, Ortega, Selim und Ibrahim. Also sind es doch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich war immer davon ausgegangen, es seien nur 4 gewesen. Also, dann werden wir mal gucken, habe ich denn noch Haruns Zeltlager? Harune habe ich noch auf zu ihm. Ups, ja, wieder ein bisschen vorsichtig einrendern. Schön. Ja, Harun, jetzt wird's natürlich irre. Also ich weiß ja, als ich mit Ibrahim gesprochen habe, der einen Teppich haben will und nur maximal 600 Goldstücke, mal gucken, ob das hier nochmal zu sehen ist. Richtig, genau, richtig. Der ist nämlich, genau, 800 wert. 800! Da mache ich ein Minusgeschäft. Vielleicht lässt sich mit Harun ja handeln. Schauen wir mal. So, ich habe mit allen gesprochen. Da ist jetzt auch die Option. Ich habe mit allen gesprochen. Und? Was wurde alles bestellt? Eine Menge. Alfonso braucht 5 Waffenbündel. So viel habe ich noch in Uga in meinem Lager. Suf benötigt 50 Sumpfkrautstängel. In Ashdod wird viel geraucht, was? Selim braucht 200 Pfeile. So viel habe ich jetzt leider nicht dabei. Weiter. Ibrahim möchte einen Teppich aus Murasul, aber er will nur 600 Goldstücke dafür zahlen. Was? Das ist viel zu wenig. Ibrahim ist aber ein guter Kunde. Na gut, für 700 kann er den Teppich haben, aber das ist schon ein reiner Freundschaftspreis. Für weniger kann er ihn nicht bekommen. Sonst noch was? Ortega wartet immer noch auf seine Kiste Erz. Ja, ich weiß. Das ist aber nicht meine Schuld. Das Parino hat mir bisher nichts geliefert. Alvarez möchte für seinen Herrn 5 Flaschen Wein haben. Und zwar soll es Wein aus Tarsos sein. Ein ganz hervorragender Tropfen aus den südlichen Inseln. Leider aber habe ich nichts mehr davon. Du siehst etwas verzweifelt aus. Ja, das bin ich. Leider habe ich nur ein Waffenbündel, 100 Pfeile und 20 Sumpfkrautstängel dabei. Du musst mir helfen, die Ware zu besorgen, sonst kann ich die Aufträge leider nicht annehmen. Was soll ich tun? Gehe nach Uga, dort müsstest du von meinem Geschäftspartner Iskra den Teppich, 100 Pfeile, 4 Waffenbündel und das Sumpfkraut bekommen. Gasparino fragst du, ob er dir die Kiste Erz für Ortega geben kann. Was den Wein angeht, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Frag Iskra, ob er welchen hat. Im schlimmsten Fall musst du alle Händler in Varant aufsuchen. Vielleicht bekommst du dann alle 5 Flaschen zusammen. Na toll,
Ich hoffe aber nicht, dass ich alle Waren jetzt kaufen muss. Keine Sorge, ich werde dir alles zurückerstatten und dich für den Aufwand entschädigen. Falls dir was fehlt, kaufst du den Rest bei mir. Abrechnen können wir dann später. Na schön, dann mache ich mich auf den Weg. Uiuiuiuiui. Geschäfte in Ashdod. Da haben wir natürlich jetzt. Harun rät mir erstmal, seinen Geschäftspartner Iskrain Uga aufzusuchen. Falls dieser nicht genug von den gewünschten Waren hat, sollte ich die anderen Händler in Varant aufsuchen. Die Kiste Erz bekomme ich von Gasparino, dem Aufseher der Erzmine in Uga. Jagdpfeile habe ich bei Iskra gesehen. Jagdpfeile, es müssen ja, genau. Die sollte ich auf jeden Fall kaufen, da ich für normale Pfeile zu viel Gold bezahlen muss. Falls ich nicht alle Waren bekommen sollte, kann ich die restlichen bei Harun kaufen. Das Gold dafür bekomme ich dann später von ihm zurück. Wenn ich alles habe, sollte ich mich zunächst bei Harun melden, dass ich alles habe und bevor ich die Waren verkaufe und so weiter und so oft so fort. Tja, das ist natürlich jetzt hakelig. Ich muss mal eben aufschreiben, was ich denn schon im Inventar habe. Ja, hab nachgeguckt. Ist nicht viel, was ich habe. Ich habe nämlich von Tarsos Wein 4 Stück, von 5. Von dem Sumpfkraut habe ich 22 Stängeln. Das nur jetzt als Nebeninfo. Dann weiß ich, wie viel ich wirklich zu kaufen habe, damit ich nicht so groß ins Minus komme. Nicht wahr? Und Tempel von Ashdod gehen wir mal wieder zurück. Und zwar, nee, Iskra, Uga müssen wir. Dann muss ich die Rune anlegen. Auf geht's. Nach Uga. Okay, da fallen mir erstmal spontan erstmal der Händler Iskra ein und Gasparino. Gaspacho. Ich komme immer auf die kalte Suppe, italienische Suppe. Ja, vielleicht leitet sich ja der Name davon ab. So, aufpassen, dass mir hier dieser Bahal nicht über die Füße läuft. Der steht da lurch rum. Mhm, ruhig rum, meine ich. So, Iskra. Ich soll für Harun Waren abholen. Ich speichere mal ab, falls ich handeln kann. Hallo Iskra. Ich soll für Harun Waren abholen. Wirklich? Na gut, was brauchst du denn? Erstmal einen Teppich aus Murasul. Gut, macht 800 Goldstücke. Oh. Ich soll den Teppich abholen, nicht kaufen. Tut mir leid, aber so einen kostbaren Teppich kann ich dir nicht umsonst mitgeben. Wenn Harun dich wirklich geschickt hat, dann wird er dir das Gold für den Kauf zurückerstatten. Was brauchst du sonst noch? 100 Pfeile, 50 Stängel Sumpfkraut, 5 Waffenbündel, 5 Flaschen Wein aus Tarsos und eine Kiste Erz. Tut mir leid, so viel Sumpfkraut und so viel Waffenbündel habe ich nicht mehr. Schau mal, wie viel ich noch habe. Die Kiste Erz kannst du sowieso nur von Gasparino bekommen und den Wein aus Tarsos habe ich auch nicht. Wo könnte ich den Wein herbekommen? Frag mal die anderen Händler. Wo könnte ich das Sumpfkraut herbekommen? In der Oase wächst Sumpfkraut. Allerdings sind dort häufig auch Blutflecken zu finden. Wo könnte ich die fehlenden Waffenbündel herbekommen? Wir hatten welche in unserem Lager, doch dann haben wir welche an Tartaron und Torres verkauft. An die übrigen Käufer kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Pfeile aber müsste ich noch genug haben. Ja, und jetzt? Also handeln ist wohl nicht. Das liegt doch auf der Hand. Ja, nur so. Zeig mir deine Ware. Moment. Bevor ich da weitermache, gucke ich mal ins Logbuch. Also ein paar wichtige Tipps. Ich kann von Iskra den Teppich aus Murasul und alle übrigen Waffen, die er hat, nicht umsonst bekommen. Sonst muss ich sie kaufen, da hoffentlich bekomme ich mein Geld auch von Harun zurück. Etwas Sumpfkraut müsste Iskra noch haben, ansonsten wächst es in der Oase. Allerdings gibt es dort auch eine Menge Blutfliegen und ich müsste das Kraut dann am Alchemietisch bearbeiten. Pfeile müsste Iskra noch genug haben, ansonsten muss ich nochmal woanders schauen. Bei dem Wein aus Tarsos muss ich wohl oder übel alle Händler in Varant aufsuchen. Wer war das denn nochmal alles? Ja, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Außerdem Waffenbündel, das Iskra noch besitzt, sind alle anderen verkauft. Er kann sich nur noch erinnern, dass Tartaron und Torres welche gekauft haben. Anscheinend muss ich die Dinger wohl jetzt klauen. Freiwillig wird man sie mir bestimmt nicht geben, da die Waffen zum Kampf gegen die Nomaden bestimmt sind. Die Kiste Erz kann ich von Gasparino bekommen. Eine tolle Nummer. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Musik wieder hinkriegen. Okay, gucken wir mal, was er denn selber so im Inventar hat. Also,
Gehen wir erstmal auf die Pfeile. Die werden hier sein. Okay, Pfeil nochmal. Jagd. Hier sind doch Jagdpfeile. Ja, die hat er ja. Das ist klar. Stopp. So, Jagdpfeile wert 1. So, nochmal geguckt. 200 brauchen wir hier. Also. Dann gucken wir mal hier, dass wir hier von 800 auf 600 kommen. Dann, ich glaube, ich kaufe ein paar mehr, weil ich wissen will, wie viel eine Jagdpfeile, wie gut die sind. Schaden 1. Nee, ist doch Quatsch. Ich habe bessere Pfeile, effektivere. So, die hätten wir dann. Schwarzpulver ist ja auch geil, könnte ich gut gebrauchen. Wie teuer ist das? 60. Kauf mal alle Schwarzpulver auf für mich. Da ist ein Waffenbündel. Jetzt ist es plötzlich da, das eine. Und hier ist ein Teppich aus Morasul. Habe ich die übersehen eben? Ich verstehe das nicht. Ich kaufe einen. Oh, der kostet auch noch 800. Super geil. Also handeln ist nicht. Dann haben wir den jetzt auch. Okay. Gut. So, jetzt wird mein Weg zu Gasparino sein. Also jetzt, um halt eben die Kiste noch einzusacken. Der war ja hier genau. Lalalalalala. So. Da ist er. Da ist er. So, Gasparino, grüß dich. Ich brauche noch für Ortega eine Kiste mit Ortega. Ich brauche noch für Ortega eine Kiste mit Erz. Tja, tut mir leid. Leider habe ich im Moment keine Kiste mehr. Wann wirst du wieder eine Kiste voll haben? Nun, das wird leider dauern. Komm nochmal in einem Monat wieder. So lange? Soll ich auf das bisschen Erz warten? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ein bisschen Erz. Du bist gut. Abgesehen davon, dass ich einen großen Teil des Erzes für Tartaron zurückbehalten muss, dauert es leider, bis eine große Kiste voll wird. Du wirst also warten müssen. Ich übernehme den Job in der Mine. Okay. Ja. Gucken wir mal ins Logbuch rein. Augenblicklich hat Gasparino nicht genug Erz, um eine ganze Kiste damit zu füllen. Seltsam. Er hatte, als er dies sagte, so ein auffälliges Benehmen dabei. Hat er vielleicht irgendwo noch eine Kiste versteckt, um sie für sich zu behalten und irgendwann unter der Hand zu verscherbeln? Ich werde mir dann irgendwo eine Kiste Erz besorgen müssen. Aber wo? Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das denn für eine Quest-Überbleibsel hier ist. Ich übernehme den Job in der Mine. Ich übernehme den Job in der Mine. Crawler in der Mine, aha. Ausgezeichnet. Die Wachen werden dich fortan passieren lassen. Hier hast du den Schlüssel für den hinteren Minenbereich. Na schön, ich werde mal sehen, was ich machen kann. Noch was. Lass deine Hände vom Erz. Das Betreten der Mine ist noch lange kein Freibrief für dich. Mit Dieben machen wir kurzen Prozess. Ja, schon klar. Aha, Mine, Crawler in der Mine. Gasparino zahlt mir 300 Goldsche Gewinn ich erst. Ich wüsste gar nicht, wann ich das gemacht habe. Komisch. Gut, hier, der Sklavenheini. Die Sklavenwache. So, wo war nochmal die Tür? Okay, das war das. Das war Pete. Irgendwo war nämlich hier, das weiß ich noch, in irgendeiner Mine. Genau, richtig. Hier müsste eine Tür sein. Dafür habe ich jetzt den Schlüssel. Hallo Sklavenwache, lass mich mal vorbei. So, dann haben wir also hier bestimmt die Brawler zu erwarten. Wobei ich jetzt mal abspeichere. Wobei ich ja die Finger vom Erz lassen soll. Okay, er ist mit dem Rücken zu mir. Da kann ich eigentlich im Grunde genommen hier ein bisschen drauf loshacken. Ach so. Hä? Verstehe ich nicht. Bin ich jetzt total blöd? Hä? Hier war ich doch schon. Nee, doch nicht. Okay. Ich hack mal weiter.
Gut, da sind ja unsere Crawlerchen. Von da oben bin ich gekommen hier rum und dann gehe ich mal hier hin und gucke mal, ob ich da... Genau. Wir sind noch... Ne, ist nur einer. Minencrawler. Sehr schön. Und da ist noch einer. Und da ist der große Warrior. Warrior of the Mine. Nee, ist auch nur ein normaler. Ist auch nur ein normaler Crawler. Ja, doch. Hab mich verguckt. Werde mal die anderen mal weghacken. Ja, in diesem Bereich war überhaupt nichts mehr zu holen. Jetzt gehen wir wieder über die Brücke und dann dürfen wir dann rechts rum. Ah, ist ja schmal. Also hier entlang. Da wimmelt es wieder ein bisschen. Und dann gehen wir hier runter. Viel zu schnell ich bin. Viel zu unvorsichtig. Ja, aber was soll's. Denn hier auch nur alles. Jetzt geht's hier nochmal rum. Das sieht groß aus. Ich gehe nochmal zurück. Erstmal alles abzusichern. Und zwar hier runter. Nee, das ist doch ein Kreis, oder? Mal gucken. Ah, vielleicht soll ich mal was trinken. Gut. Ich schätze mal, dass wir auch da runterkommen auf die große Fläche. Oder auch nicht. Ist alles so verstrickt hier. Alles sehr verstrickt. Ja, okay. Sehr viele, sehr, sehr viele Crawlertjes. Kommen wir aber noch da oben hoch? Ah, ich glaube, ich kann es ahnen, wie das läuft. Okay. Auch der ist gemacht. So, Dölle. Jetzt mal gucken. Aha, jetzt geht's darüber. Oh, ist das durcheinander. Das ist so ein Durcheinander. So, ich guck mal im Off, ob ich hier noch die Erzklumpen, an denen ich vorbeigegangen bin, nochmal hauen kann. So, ich mache mal einen Vorschlag zur Güte. Ich bin jetzt an dieser Stelle und werde jetzt mal die ganze Mine hier wegräumen, Erz schürfen und die Crawler erledigen. Das, glaube ich, ist wohl jetzt für den Zuschauer auch ganz angenehm. Und deswegen... Ups, haben wir denn da eben für einen Fehler gehabt? Deswegen ist das... Okay, hier läuft was falsch. Gut, okay, ich werde im Off mal die Mine bereinigen. Na, bis später. Aber das zeige ich nochmal. Ich hatte gerade eben einen Aquamarinklumpen gehackt. Und jetzt sehe ich plötzlich hier schwarzes Herz. Das ist auch schön. Mal gucken. Na, da ist nicht viel zu holen mehr. Okay, bis später dann. Auch einen Rubinklumpen gibt's hier. Auch schön. Mal gucken. Ja, hat sich ein bisschen gelohnt. 3 Stück hat es gegeben. Also Amethystklumpen. Hier gibt es jede Menge verschiedene Kristallklumpen, die man mal so hacken kann. Aber hier schalte ich mich wieder ein. Ihr habt da gesehen, dass ich da hier nicht die Leiter runtergekommen bin. Hier ist nämlich eine Truhe. Da würde ich ganz gerne hingehen. Irgendwie scheint hier, was weiß ich, irgendwas verschoben zu sein. wie macht man denn das am besten? Wir machen am besten mal... einen leichten Sprung nach vorne. Da ist eine Truhe. Ja, okay. Autsch. Oh, Mann. Ja, Schmerzen. Gucken wir mal hier, die Truhe. Die müssen wir auch wieder knacken. Na, gucken. Okay. Oh, das ging ja fix. Was haben wir denn? Ein Käse und 13 Bolzen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da auch wieder hochkommen kann. Ansonsten ist das hier Suicide.
Aha. Und kommt okay wieder hoch. Oh, da haben wir ja Glück gehabt, ne? Und nach meinem Befinden habe ich den Eindruck, als wäre das hier der letzte. Ich befinde mich jetzt ganz unten in der Mine. Ganz unten befinde ich mich jetzt. Hab alles erklettert und genommen. Hier Erzbrocken zum Beispiel. Und Pilze gibt's da auch. Was ist denn hier in der Zwischenlore drin? Er hat keine Räder, ist keine Lore. Okay, und jetzt sehen wir hier. Hier ist eine Lore, die ist umgekippt. Aber hier ist noch ein Pilz. So. Ich sehe hier Kisten. Mist. Ich dachte, das sind Erzkisten, die man mitnehmen kann. Schade. So was Blödes jetzt aber auch. Gut, dann haben wir hier keine Erzkisten zum Mitnehmen. Ich dachte, könnte man irgendwie mitnehmen. Ist nicht. Aber ich wollte nur mal zeigen, dass wir hier einen Topazklumpen haben, den wir jetzt auch mal abräumen. Ja, oben wieder angekommen. Kann ich mich jetzt wieder rausbegeben. Und schauen. Oh, da liegt Erz, aber da kriege ich einen auf den Deckel, weil ich hier bewacht werde. Ja, Herr Sklave, da liegt noch jede Menge Erz. Jetzt sind wir hier vor Gasparino und jetzt bin ich gespannt. Die Crawler sind Geschichte. Sehr schön, haben wir geschafft. Die Crawler in der Mine sind Geschichte. Beliar sei Dank. Dann kann ich endlich an den Ausbau der hinteren Mine denken. Ich hoffe für dich, dass du die Finger vom Erz gelassen hast. Na klar doch. Na schön. Hier hast du deine Belohnung. Sehr schön, so muss das sein. Ja, nach dieser anstrengenden Arbeit werden wir uns erstmal zu Bette legen. So, jetzt können wir wieder was sehen. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wegen der Kiste. Ja, das mit der Kiste, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Jetzt orientieren wir uns wieder mal zurück. Und werden mal... Wer bist du, Sklave? Okay. Und werden mal zu einem Ortega... Quatsch. Otello, muss ich gucken, wo der ist. Wegen dem Wein. Weil ich meinte, der hatte den Wein. So. Brauche nur eine Flasche. So, handeln. Zeig mir deine Ware. Da ist auch nur eine Flasche. Ja, gekauft. Sonst noch was Wichtiges? Nein. So, dann kann ich nämlich bei mir in der Liste erstmal den Wein abhaken. Ich weiß ja nicht, es geht irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Als ich im Off hier gehandelt habe mit ihm, weil ich so wenig Kohle hatte, ist mir nämlich bei mir aufgefallen, dass ich jetzt sind sie plötzlich drin. Hier ist eine verschlossene Kiste mit Erz. Die habe ich vorher, als ich im Off Liste aufgeschrieben habe, habe ich die gar nicht finden können und jetzt auf einmal Waffenbündel wieder da. Also, das ist komisch. Also, ich weiß ganz genau. Ich habe mir das echt akribisch durchgeschaut. Haben wir nicht. Was jetzt nur noch ist, Sumpfkrautstängel müsste ich jetzt drehen und da müsste ich überlegen, wo ich das am besten machen kann. Und ich weiß auch schon, an irgendeinem Alchemietisch. Und zwar bei Alvarez. Da steht nämlich ein... Lass mich mal vorbei. Ein... Nee, das will ich noch nicht abfragen. Ich möchte an diesen Alchemietisch ran. Geht nicht. Muss ich mal zwischenschlafen. sagen wir mal bis nachmittags. Vielleicht ist er dann weg. Meistens ist er dann aus dem Raum hier. Na also. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir... Der funktioniert nicht. Wieso funktioniert der nicht? Sehr merkwürdig. Aber ich kenne noch einen anderen. Und zwar bei diesem Jägerlager hier. Der hat ja mal funktioniert. Ja, da steht auch alchemietisch dran. Da wollen wir mal gucken.
Wir brauchen ja unheimlich viele Sumpfkrautschläge. So, was brauchen wir? Besondere Pfeile, Schwarzfeuer, Tabak mischen und Stängel drehen. Mhm. So, Sumpfkraut verarbeiten, ein Stängel. Wieso kann ich nicht mehr machen? Muss ich das jetzt alles einzeln machen? Leute. Okay, ich melde mich. 49. Womit denn? Hä? So viel Sumpfkraut habe ich nicht mehr? Was ist denn jetzt los? Mir fehlt noch ein Sumpfkraut. Das Kräuter fehlt mir noch. Mann, muss ich irgendwo besorgen. Ja, und an dieser Stelle gibt es einen kleinen Sprung. Und zwar stehe ich jetzt direkt vor Harun. Und das begründet sich daraus, dass mir ein Aufnahmeteil fehlt, der eine kleine Lücke noch ausfüllt. Und die möchte ich ganz gerne jetzt sprachlich nochmal wiederholen. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass ich ja gerade eben Krautstängel, es fehlte noch ein Krautstängel. Ich bin also zu Suev zurück, habe ihm einen Krautstängel abgekauft, damit ich auf die 50 komme. Und dann bin ich zu Harun gesprungen mit dem Runenstein in sein Zeltlager und habe ihm berichtet, dass ich alle Waren habe. Gut, ich habe noch einen alten Speicherstand gefunden, sonst hätte ich alles nochmal von vorne machen müssen. Und nee, ging ja nicht. Aber jedenfalls fehlen nur noch ein paar Minuten. Gut, machen wir weiter. Das heißt also, wir werden wieder zurück zu unseren Händlern reisen. Auf mystische Art und Weise. Ja, es muss wieder einrendern. So, mach mal den Spruch weg. Moment, muss ich nochmal kurz. Ja, Leute, es ist immer so wie beim, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, nachdem man es völlig neu aufgestartet hat, muss man nochmal einrennen. So. Jetzt gehen wir mal zu die Händlers. Wir brauchen als erstes, ach, wir gehen erstmal, fangen wir mal bei Alfonso an. Hey. So, ich bringe dir deine Waffenbündel. Waffenbündel. Also ich habe... Ausgezeichnet. Unsere Männer brauchen unbedingt neue Waffen. Schön. Zuerst bekommt Harun aber sein Gold. Na klar. Wie viel verlangt er für die Waffen? Also, ich habe mir natürlich alles aufgeschrieben. Das Waffenbündel 2500. Und hier könnte man mehr nehmen. Mache ich aber nicht. Roland ist ein ehrlicher Hort. Für 2500 Goldstücke kannst du sie haben. Ja, gut. Hier hast du dein Gold. Gib mir die Waffen. Das ist schön. Gibt es noch was Neues? Gibt es nichts? Dann haben wir das erledigt. Dann haben wir hier, müsste Alvarez sein. Dies, nee, falsch. Ah, ja, falsche Bude. Falsche Bude. Hier ist er. Alvarez. Der braucht diese leckeren. Ich habe die 5 Flaschen Wein. Sehr gut. Was will Harun dafür haben? Insgesamt 500 Goldstücke. Na schön. Guter Wein kostet nun mal so viel. Hier ist das Gold. Und hier der Wein. Aha. Also hier kein Handel, keine Handelsmöglichkeit dafür, gewöhnlichen Wein geben oder Wein aus Tarsos geben. Das machen wir dann auch. Ja, das ist guter Wein aus Tarsos. Almanzor wird mit mir zufrieden sein. Schön, noch was bei Alvarez, das machen wir später, weil ich muss noch die anderen. Selim braucht ja auch noch Pfeile. Ich bringe dir deine Pfeile. Sehr schön, langsam gehen sie mir aus. Dann gib mir das Gold für Harun. Natürlich, wie viel will er für die Pfeile haben? 800 Goldstücke. Ach, hier kann man nur runterhandeln, naja, das wäre natürlich nicht so toll. Gib mir 800 Goldstücke. Ja, der übliche Preis. Hier ist das Gold. Gib mir die Pfeile. Schön. Ansonsten kann man nur noch mit ihm handeln. Das ist gut. Wen haben wir denn noch auf der Liste? Unseren Suev. Ihr habt auf die falschen Leute gehört. Sumpfkraut. Ich bringe dir dein Sumpfkraut. Das wurde auch höchste Zeit. Mir geht das Zeug langsam aus. Ein Augenblick. Zuerst bekommt Harun sein Gold. Na gut, wie viel will er?
So, Sumpfkraut. Das höre ich zum ersten Mal. Habe ich aufgeschrieben, 1500. Also. Gib mir 1500 Goldstücke für das Sumpfkraut und wir sind im Geschäft. Abgemacht. Meine hier hast du dein Sumpfkraut. Und hier hast du dein Gold. Sehr schön, ich speichere mal dazwischen. Weiter geht's im Plan und zwar Ortega, der Schmied, der braucht ja noch seine Kiste Erz. Hey. Kiste. Ich bringe dir deine Kiste. Du nimmst mich jetzt auf den Arm, oder? Nein, warum sollte ich? Hier hast du dein Erz. Bei Belia, tatsächlich mein Erz. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bekomme von dir noch Gold. Wie? Ach so, wie viel bekommst du denn? 400. Du bekommst die Kiste für 400 Goldstücke. Alles klar, hier hast du dein Gold. Wunderbar, Ortega. Bei dir kann ich noch was lernen, ne? Aber das, ja. Ich will mal noch mal nachträglich gucken, ob da eventuell noch eine Zwischengesprächsoption ist. Jetzt geht es rüber zu Ibrahim. Jetzt muss ich mal gucken, welche Richtung war das nochmal. Das war hier rechts rum irgendwo. Ja, da hinten sind die. Autsch! Nicht an der Deichsel stoßen mit deinem Knie. Und Ibrahim möchte einen schönen Teppich aus Morasul. Und da wird es ein bisschen... Da wird es ein bisschen hakelig, weil er will ja nur 600 zahlen. Aber Harun will mindestens 700 haben. So habe ich mir das hier aufgeschrieben. Dann schauen wir mal, wie wir mit ihm verfahren können. Ob es da irgendwelche Komplikationen gibt. Ich bringe dir deinen Teppich. Wirklich? Zeig her. Moment, erst bekommt Harun sein Gold. Na gut, aber ich gebe nicht mehr als 600 Goldstücke. So, jetzt versuche ich mal erstmal 700 Goldstücke herauszuschlagen. Tut mir leid, der Teppich ist 800 Goldstücke wert. Das ist mir viel zu viel. Harun ist aber bereit, dir entgegenzukommen, weil du ein guter Geschäftspartner von ihm bist. So. Wie viel will er haben? Für 700 Goldstücke kannst du den Teppich haben. Na dann einverstanden. Aber nur weil Harun ein guter Geschäftspartner ist. Hier hast du deinen Teppich. Und hier hast du dein Gold. Das ist doch gut. In der ersten Aufnahme muss ich dazu sagen, dass ich nur 600 verlangt habe, aber das ist jetzt für mich auch wieder eine andere Geschichte, eine neue. Gucken wir mal ins Loggi-Boggi. Jep, so, der Schmied. Zuef hat, also hier haben wir die ganzen Sachen ja aufgelistet, die ich gegeben habe. Ibrahim hat mir 700 Goldstücke für seinen Teppich gezahlt. Also in meiner ersten Version habe ich nur 600 und stand dann ein bisschen mehr in dem Logbuch, dass ich ein bisschen blöd war. Nach dem Motto, ich hätte 700 verlangen können. Gut. Und da Harun die Sachen ganz schnell wieder haben will, also das Gold, das war die 7, richtig, müssen wir ihm natürlich sofort unsere Geschäftseinnahmen geben an Harun. Hey! Ich habe deine Waren verkauft. Dann hast du ein gutes Geschäft gemacht. Außerdem erhältst du für jeden Auftrag, wie besprochen, 100 Goldstücke. Ich bekomme also 700 Goldstücke von dir zurück. Willst du nachrechnen? Wird schon stimmen. Hier hast du dein Gold. Cool. Dann gucken wir noch mal unter erneuten Eintragung, diesmal ist die Mission erfüllt. 6400 Goldstücke habe ich von den Käufern erhalten, abzüglich meiner Belohnung in Höhe von 600 Goldstücken, sowie meinen von Harun angenommenen Ausgaben in Höhe von 4350 Goldstücken habe ich dem Assassinenhändler den Gewinn für die Waren übergeben. Insgesamt 1450 Goldstücke, das hört sich doch klasse an. Und damit ist auch diese Quest Geschäfte in Ashdod erledigt, somit auch diese Folge. Ja, und jetzt nochmal etwas Persönliches. Ich werde über Weihnachten und Silvester, also bis zu Silvester, keine Folgen hochladen. Ich gebe mir auch selber gerne eine Auszeit und ich hoffe, dass ihr das versteht. Und die erste Folge, die ich dann wieder, oder die ersten Folgen, die dann wieder online gehen, wird am Neujahrestag sein. Der fällt auf den Freitag und dann am Samstag und am Sonntag gibt es also im neuen Jahr 3 Folgen hintereinander. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Zusehen. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnacht. Bleibt standhaft und ich wünsche euch viele Geschenke.
und kommt gut rein ins neue Jahr 2021. Verabschiede mich, schreibt Kommentare und einen Daumen ist erwünscht. Also bis dahin, bleibt mir treu. Tschüss.